Die Sophie von Faninal kommt aus einer typischen neureichen Wiener Familie, die in den Adel erhoben werden will. Und sie wird verheiratet. Es ist keine Liebeshochzeit. Ihr wird genau instruiert, die Rosenüberreichung, das große Zeremoniell, wie das stattzufinden hat. Sie freut sich eigentlich drauf. Aber dann kommt das wahre, echte Leben. Aus dem jungen Küken wird eine junge Frau, die für sich selber einstehen muss. Insofern ist Sophie ein ganz glückliches Mädchen, weil sie nämlich über die ganzen Zwänge hinweg doch eine Liebesheirat machen wird, nämlich mit dem Octavian, der ihr die Rose überreicht. Liebe auf den ersten Blick. So ist man ganz auf die beiden Personen konzentriert und sieht sofort wieder die Magie, die sich da entwickelt, diese kleine erste Knospe der Liebe, die sich da bildet. Herbert Wernicke hat was hinbekommen, was wirklich ganz erstaunlich ist, dass er dieses so mit Tradition behaftete Stück dermaßen hat auf der einen Seite rauslösen können, aber auch trotzdem erzählt hat. Also Sie werden hinterher immer sagen, nach einer Wernicke, speziell nach dem Rosenkavalier, wir haben den Rosenkavalier auch gesehen. Mit Sophie Koch habe ich schon viele Strauß-Produktionen gesungen. Und ich bin also jedes Mal begeistert von ihrer Stimme. Und in dieser Produktion besonders von ihrem Spiel auch. Ich glaube wirklich manchmal, da steht ein junger Mann vor mir. Und sie spielt das jung und genauso, er ist ja jung, Sophie ist 15, das darf man auch nicht vergessen. Und Octavian ist nicht viel älter. Und da ist alles drin. Diese Dimension eigentlich wird für sie da klar im Beisel, wenn die Marschallin auftaucht, wo sie hätte eigentlich gar nicht auftauchen dürfen. Und vielleicht da noch mitkämpfen, mitmischen will, vielleicht ihn doch wieder zurückgewinnen will, weil sie halt merkt, der Octavian orientiert sich vielleicht um oder da ist irgendwas passiert, dass er so ein Theater im wahrsten Sinne des Wortes veranstaltet, um die Sophie zu kriegen, um sie loszueisen aus dieser Ehe, um den Ochsen bloßzustellen. Und ja, und in dieser Szene wird sie zur jungen Frau, die auch nicht aufgibt. Sie fordert dann auch von Octavian eine Entscheidung. Beide Frauen fordern. Und was passiert? Der Mann dreht sich um und denkt, macht ihr das mal aus? wie im echten Leben. Und dann bekennt er sich aber doch zu Sophie. Bleib sie um alles hier. Dann vergreift er sich im Ton zur Marschallin, wie hat sie was gesagt? Da wird mir als Sophie auch in dem Moment etwas bang. Und eben diese ganze große Situation prägt die Zukunft und entscheidet die ganze Sache. Thank you.
Das ist ja etwas Einmaliges. Es gibt nicht so etwas wie ein Terzett oder was auch immer, wo also drei Solisten die Situation in einem inneren Monolog, meistens in einem inneren Monolog beschreiben und es dem Komponist gelungen ist, dass gleichzeitig im Zusammenspiel dieser Stimmen, der einzelnen Stimmen, eine unglaubliche Aussage hat über die Situation, über Schmerz und Freude und Leid und Unglück und was auch immer. Also das ist für mich auf jeden Fall das Schönste im Ganzen. Rosenkavalier. Das ist machtvoll, wie die das geschrieben haben. In Gottes Namen, Amede sagt sie, in Gottes Namen. Ich gebe ihn auf. Mir gefällt vor allem die Einfachheit, auf die das dann oft reduziert wird, weil einfach letztlich alles gesagt ist, die Situation ist klar und man lässt die Gefühle einfach wirken. Und dieses einfach die Musik ihren Zauber entfalten lassen, dieser Prozess, dass man sagt, da kann ich jetzt nichts mehr dazu machen, das muss ich jetzt einfach so stehen lassen. Kompliment, dass es hier wirklich gelungen ist. Was auch in dieser Inszenierung so schön ist, dass wenn dann allgemeingültige, große Gefühlsmomente, menschliche Momente stattfinden, dass dann plötzlich der Raum sich verändert. Das ist ja wie in so einer Blase für uns alleine, wie ein Bild. So muss man es aber auch sehen. Und dass da wirklich die Zeit stehen bleibt. Wie ja auch am Schluss, ist sein Traum, kann nicht wirklich sein, dass da auch wieder alles stehen bleibt. Gerade bei Strauss mit den vielen Rubati, mit dem Text, der so wichtig ist, ist es natürlich wichtig, dass man einen Dirigenten unten stehen hat, der das Ganze rückwärts kann und weiß und verbindet dann mit uns auf der Bühne. Und was bei Christian so wunderbar ist, dass er einfach dann auch mit dem Wort und mit der Situation geht und gar, also auch wirklich nicht davor scheut, mal Dinge ein bisschen anders zu machen als die Tradition.